Dies geschah vor einigen Jahren. Sie fragten, wo ist das Krankenhaus? Ich sagte, schau, das sind alles Patienten, die wegen dieser Krankheit gekommen sind. Ich hole das Beste aus ihnen heraus. Und in 15, 20 Tagen geht es ihnen gut. Wenn du eine stärkere Dosis brauchst, können wir das tun, aber das wird gut genug sein. Du wirst gut schlafen. Namaskaram, Sadhguru. Ich leide unter Schlaflosigkeit und Angstzuständen. Hast du einen Tipp für mich, wie ich besser schlafen kann? Es gibt viele, viele Experten hier, die sogar, während sie hier sitzen, einschlafen. Du könntest sie konsultieren. Du springst einfach in die Themse und schwimmst 2 Stunden lang flussaufwärts. Du wirst heute Nacht gut schlafen. Ja, ganz sicher, das sage ich dir. Nun, für alles haben wir einen Namen. Diese Dinge werden für Menschen zu einer Art Qualifikation. Ich leide an Schlaflosigkeit, ich bin magersüchtig, ich bin dies, ich bin das. Ich möchte, dass du sagst, ich bin einfach ein Durcheinander. Gib dem nicht so viele wissenschaftliche Namen. Erkenne bloß, ich bin einfach ein Durcheinander. Habe meinen Körper durcheinander gebracht oder meinen Geist durcheinander gebracht? Eines dieser Dinge, ja oder nein? Wenn du dem so hochtrabende Namen gibst, wird es interessant, eines dieser Sachen zu sein. Tu dir das nicht an. Ich habe Tausende und Tausende von Menschen gesehen, die kommen von diesen Arten von... Das sind keine Krankheiten. Das sind Qualifikationen, die du angenommen hast, weil die anderen Qualifikationen, die du hast, nicht allzu viel wert sind. Es tut mir leid, dass ich so spreche, aber ich möchte, dass du weißt, dass diese alles selbst geschaffene Dinge sind. Du erschaffst ein Problem und du trägst das Problem auf deinem Kopf wie ein Juwel. Wenn du dich in ein gewisses Gleichgewicht bringst, wenn du dich in eine gewisse Leichtigkeit mit dem Leben bringst, wenn der Körper Ruhe braucht, wird er schlafen. Was ist eine so große Sache an? Du musst schlafen. So etwas gibt es nicht. Wenn du genügend Aktivität hineinsteckst, wird er essen, nicht wahr? Ja oder nein? Jetzt. Essen ist ein Problem, Schlafen ist ein Problem. Schau, das ist alles zu einem großen Geschäft geworden. Versteh das bitte. Du musst Probleme haben, um die Wirtschaft des Landes zu unterstützen. Diese eine Sache tust du. Die pharmazeutische Industrie, die medizinische Industrie, die Krankenhausindustrie ist gewaltig auf dem Vormarsch. Weil jeder diese Dinge trägt, als ob sie eine Art von Kronen wären, die sie tragen. Du bringst dein System auf ein gewisses Niveau der Leichtigkeit, mit Involviertheit. Nichts anderem. Es gibt keine Behandlung dafür. Dies geschah vor ein paar Jahren. Jetzt haben wir den Namen verfeinert und nun heißt es Isha-Verjüngungszentrum, okay? Es gab eine Zeit, als wir es das yogische Krankenhaus nannten. Als es noch ein yogisches Krankenhaus war und ich direkt daran beteiligt war, kamen ein paar Ärzte aus den Vereinigten Staaten. Sie wollten das yogische Krankenhaus sehen, weil sie die Krankenhausgeschichte gesehen hatten, wie die Menschen genesen sind und all das. Sie kamen nach dem 3. Tag im Ashram, informierten mich die Leute im Ashram, Sadhguru, diese Ärzte sind sehr wütend, sie wollen abreisen. Ich fragte, was ist passiert? Sie fragen, wo ist das yogische Krankenhaus? Oh, dann hatte ich die Sache verstanden. Gut, dann traf ich diese Gruppe, sie sagten alle wie... und fragten, wo ist das Krankenhaus? Da sagte ich, eure Vorstellung von einem Krankenhaus ist, Betten, Menschen, die darauf liegen, 10 Leute, die sich um sie kümmern. Das ist nicht meine Vorstellung von einem Krankenhaus. Ich werde euch herumführen und ich nahm sie mit in den Garten und auf die Felder und sagte, schaut, das sind alles Patienten, die gekommen sind wegen dieser Krankheit, jener Krankheit, jener Krankheit. Ich hole das Beste aus ihnen heraus. Und ihr werdet sehen, in 10, 15 Tagen wird es ihnen gut gehen. Wir haben ihnen Übungen gegeben, sie wachen um 4.30 Uhr morgens auf, machen 3 Stunden Sadhana, dann 2 Stunden Arbeit, dann essen sie eine Mahlzeit, dann arbeiten, dann essen, am Abend wollen sie essen, was immer ihnen gegeben wird. Und nachts fallen sie tot um und wachen am Morgen auf.
Und in 15, 20 Tagen geht es ihnen gut, weil es einige Krankheiten gibt, die infektiöser Natur sind. Sie kommen von außen. Das sind Invasionen von anderen Organismen, mit denen wir medizinisch umgehen müssen. Medizin wird benötigt, weil etwas anderes in unser System eingedrungen ist. Aber über 70% der Krankheiten auf dem Planeten sind selbst verursacht. Warum sollte dein Körper Krankheiten für dich erschaffen? Du machst etwas falsch, nicht wahr? Du bist nicht in der Lage zu schlafen. Was meinst du, läuft falsch? Ich möchte, dass ihr euch überlegt, ihr alle. Wenn ihr nicht schlafen könnt, was glaubt ihr, was los ist? Eine Sache ist vielleicht ein Mangel an körperlicher Aktivität. Höchstwahrscheinlich ist das der Fall. Eine weitere Sache ist, dass sich dein Verstand in einem mentalen Durchfall befindet. Wenn es einmal so läuft, hast du keine Kontrolle darüber, was passiert. Angst wird geschehen, Unruhe wird geschehen, Störungen werden geschehen. Und deine Involviertheit mit der Welt ist geschwätzig. Du bist nicht als Leben involviert. Du bist als eine gesellschaftliche Person involviert, verstehst du? Deine Gesellschaft ist nur eine Folge, sie ist nicht die Grundlage deines Lebens. Ja oder nein? Die Existenz ist die Grundlage. Gesellschaft ist nur eine Folge. Wir hätten auch im Dschungel leben können. Es wäre zu schwierig, alles für jeden Einzelnen zu organisieren, also entscheiden wir uns dafür, in London zu leben. Das ist alles. Sie ist nur eine Folge eines bestimmten Zwecks. Sie ist nicht die Grundlage deiner Existenz. Im Moment ist die Gesellschaft zur Grundlage deiner Existenz geworden. Deshalb kannst du nicht schlafen, weil dir jeder durch den Kopf geht. Du musst das nur zurückbringen in seine natürliche Ausrichtung. Shambhavi Mahamudra ist ein einfacher Prozess in diese Richtung. Wenn du eine stärkere Dosis brauchst, können wir das tun, aber das wird gut genug sein, du wirst gut schlafen. Aber heute musst du nach Hause laufen, egal wie weit es ist, okay? Zieh einfach deine Stiefel fest und laufe einfach. Oh, aber es wird 2 Uhr morgens sein, wenn ich ankomme. Das ist in Ordnung, aber du wirst schlafen. Es ist an der Zeit, dass du etwas tust. Du machst die Grundlagen nicht richtig und du versuchst, die Oberfläche in Ordnung zu bringen. Das wird nicht funktionieren. Werde einfach Mitglied im örtlichen Fußballverein. Du wirst gut schlafen. Menschen, die körperlich arbeiten, mit der Hand auf der Straße, du siehst einfach, sie sitzen auf einem Lastwagen und schlafen sich aus, egal wie kalt es ist, wie hart es ist. Hast du sie gesehen? Weil sie genügend Aktivität hineinstecken. Und du bist kein gesellschaftliches Wesen, wie die Gesellschaft es dir zu verkaufen versucht. Du bist ein menschliches Wesen. Gesellschaft ist eine Folge. Wir können in der Gesellschaft leben oder wir können außerhalb der Gesellschaft leben. Du kannst mit ihr leben oder ohne sie. Sie ist nur eine Annehmlichkeit. Sie ist nicht die Quelle deiner Existenz. Im Moment behandelst du die Gesellschaft psychologisch, als ob sie die Quelle deiner Existenz wäre. Was jemand über dich sagt, was jemand über dich denkt, du bist über alles das besorgt. Was denkt da jemand über mich? Was ist? Niemand denkt an dich. Sie sind mit ihrem eigenen Zeug beschäftigt. Du denkst, jeder denkt den ganzen Tag an dich? Glaube mir, das tun sie nicht. Sie haben ihr eigenes Zeug am Laufen. Wenn du deine Türen schließt, wenn du London draußen lassen kannst und nur du gehst ins Bett, wirst du schlafen. Du willst mit London schlafen? Das funktioniert nicht. Ich gehe in der Art an die Sache heran, weil Menschen ständig Probleme für sich selbst erfinden. Alles, was dir als Krankheit ohne einen äußeren Einfluss widerfahren ist, ist dein Werk. Ja oder nein? Ist das okay? Es ist dein Werk. Es spielt keine Rolle, was es ist. Wenn es dein Werk ist, müssen wir uns ansehen, warum du dir diese Dinge ausdenkst. Du willst einfache Tipps, keine Tipps. Ein Tipp ist, du musst heute nach Hause laufen. Dann wirst du mit Sicherheit schlafen. Mach Shambhavi täglich, 2-mal am Tag, du wirst schlafen.